Schon ein bisschen gruselig. Locked. Gott sei Dank. It's locked. Hau rein! Oh Gott, die offenen Türen, das ist auch ein bisschen ekelhaft. Hast du gehört? Da hat er geklopft. So, gucken wir mal kurz hier. If his coat is just right here, where is he now? Ich habe Notizen gefunden, die von einer Geisteserkrankung handeln. Mir ist aufgefallen, dass sich der Zustand der geistigen Gesundheit in der gesamten Mannschaft dramatisch verschlechtert hat. Eine äußerst beunruhigende und zugleich merkwürdige Angelegenheit, weshalb ich diese Zahlen als eine erste Diagnose auf Papier festhalten möchte. Bei den folgenden drei Personen sind die Symptome besonders ausgeprägt. Dr. Barlow, Dr. Anderson und Frank Gilman, den ich seit Beginn dieser Probleme regelmäßig genau untersuche. Während der vergangenen beiden Nächte sind die oben genannten Expeditionsteilnehmer schreiend in ihren Betten aufgewacht, was sich demoralisierend auf den Rest der Mannschaft ausgewirkt hat. Als ich die Gelegenheit hatte, selbst mit ihnen zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass sie deutliche Veränderungen im Verhalten aufweisen. Im Laufe der Zeit hat sich ihr geistiger Zustand extrem verändert. Mit genügend Aufwand konnte man sie dazu bringen, dass sie sich wie vollkommen andere Personen verhielten, was mich zu der Annahme führte, dass es sich dabei um eine Art multiple Persönlichkeitsstörung handeln könnte, aber es noch zu früh ist für eine endgültige Diagnose. Bei anderen Experimenten... Ich hoffe, es ist okay, dass ich so viel vorlese. Das setzt mich wieder selber unter Druck. Bei anderen Expeditionsteilnehmern sind die Symptome zwar nicht so ausgeprägt und sie verhalten sich weitestgehend so, wie man es von ihnen erwartet, aber auch hier sind die Unterschiede deutlich erkennbar. Ihr Zustand verschlechtert sich jeden Tag und jeder, der diese Symptome aufweist, muss auf Herz und Nieren untersucht werden. Ich habe Dr. Faust darüber informiert und ihm von den Konsequenzen gewarnt. Er wirkte besorgt, hat mich aber seitdem nicht mehr darauf angesprochen. Aufgrund der miserablen Wetterbedingungen ist es wohl extrem unwahrscheinlich, dass wir professionelle Hilfe von außerhalb erhalten oder die betroffenen Personen fortschicken können, damit sie sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, was angesichts der Umstände das einzig Vernünftige wäre. Hi! Oh, schön mit den Blumen. Das brauchen wir nicht mehr. Eine weitere Tür. Ein schöner, großer Raum. Was ist das davor für eine Gerätschaft? Kann ich das aufmachen? Nein. Kann ich hier drauf drücken? Nein. Kann ich hier drauf drücken? Ja. Wir brauchen das hier, um das hier aufzumachen. Alles klar. Unbekannte Pflanzen der Vorzeit. Scheiße. Ich bin so schlecht in solchen Sachen. Wir sind unserem gemeinsamen Ziel sehr nah. Ich kann es spüren. Während der Angleichungssitzungen im Tagungsraum spüre ich eine Macht, die uns leitet. Etwas, das uns die Richtung weist. Ich hab's sofort. Es tut mir leid. Ich sollte übrigens nicht mehr sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid. Das habe ich nämlich in den Kommentaren gelesen. Etwas, das uns die Richtung weist. Vielleicht bedeutete das, dass wir jetzt die Synchronität mit der uralten Quelle erreicht haben. Das tragbare Konarium
das wir am linken Arm tragen, hat eine Verbindung zu eben jener Quelle hergestellt und erhält im Gegenzug Empfinden von dieser. Manchmal frage ich mich, ob es in der relativ kurzen Zeit seit Bestehen der Menschheit ein anderes Individuum geschaffen hat, solch eine große Tat zu verbringen. Geschafft hat. Aus manchen der verbotenen und verborgenen Schriften, die ich aus der ganzen Welt zusammengetragen habe, geht hervor, dass die sogenannten großen Alten, eine außerirdische Rasse, dieses Gerät gebaut haben, nachdem sie sich auf anderen Planeten für einen industriellen Lebensstil entschieden haben. Den Zweck dieses Gerätes kann ich allerdings nach wie vor nicht bestimmen. Dr. Fausts Notizen zum Zweck dieser Expedition. Na, okay. Jetzt haben wir es. Nimm ich noch auf? Ja. Oh. Jetzt können wir es aufmachen. Jetzt mich verarschen. Hier. Hi! Who are you? I'm Frank. Frank Gilman. Is that so? Yeah. Is there a problem with that? My name is Frank Gilman, an anthropologist joining this expedition upon the invitation by Venerable Dr. Faust himself. This thing is claiming that it's me. That's absurd. Oh! Why? Du behauptest, dass du ich bist, Frank, aber du bist nur eine Maschine. Wo sind denn alle? Ich mach mal, wo sind denn alle? Where is everybody? They are here. Ich sehe hier niemanden. Bist du dir sicher? I don't see anybody around. Are you sure? Yes. Was weißt du über Dr. Faust? What do you know about Dr. Faust? He is the Grand Mastermind and the pioneer of this expedition. Du behauptest, dass du ich bist, Frank Gilman. Aber du bist doch nur eine Maschine. You're claiming that you are me, Frank Gilman. But you are just a machine. And you are just air. Was? Luft, was soll das heißen? Air? What do you mean by that? It doesn't answer me. Na gut, Frank, sag mir, warum du hier bist. Okay, Frank. Tell me, why are you here exactly? I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. I am one of the Canarinauts. Canarinaut? Voyagers beyond. Jenseits wovon? Beyond? What beyond? No answer. Es ist ein Geheimnis aufgedeckt. What the fuck? Geheimnisse. Das haben wir schon gemacht. Diese merkwürdige Maschine hat mich gleichermaßen fasziniert und schockiert. Sie scheint dazu in der Lage zu sein, logisch auf meine Frage zu antworten. Aber wie kann das möglich sein? Ihre Augen waren beunruhigend leer. Vor allem aber fühle ich mich verzweifelt, nachdem ich mit ihr gesprochen habe, als ob die Einsamkeit langsam aber sicher meinen Willen zerstört. Ich werde wohl noch eine lange Zeit als Fremder in dieser trostlosen Einöde sein, alleine. Die autonom funktionierende Maschine, die ich in Dr. Blakes Quartier gefunden habe. Die behauptet, dass wir das sind. James Barlow. Locked. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Locked. Das ist Dr. Faust. Frank Gilman, das sind wir.
Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Und wir sind nur Luft. Wir sind nur Luft. Das Spiel verwirrt mich ja jetzt schon, krass. So, If his coat is just right here, where is he now? So, das war nur dieser Teil jetzt. Wir können jetzt da vorne lang. Und da die Treppe hoch. It's stuck. Hier geht man hin, wenn man Aua hat. J. Divitte. Bezüglich psychoaktiver Pflanzen Saheti und Diversahe. Diverse. Ich sag Diverse. Unangenehme Atmosphäre. Hm? Das war übrigens auch noch was, was bei den Steam-Bewertungen stand, dass die Atmosphäre halt sehr, sehr krass sein soll. Ich sag, will mal Upnaut sagen, aber Upo Out. Antarktis Expedition. Jetzt ist aber gut. Einverständniserklärung. Durch Unterschreiben dieses Dokuments erklären Sie sich mit den unten verfassten Bedingungen einverstanden. Falschaussagen, die wissentlich oder vorsätzlich gemacht wurden, werden. Was ist denn los heute? Mann, ey! Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann heute nicht lesen. Das ist so furchtbar. Einschließlich auf Affidavits oder anderen weitergeführten Dokumenten, die in diesen Zusammenhang eingereicht werden, können Strafen zur Folge haben. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, meine täglichen Pflichten im Rahmen meiner Fähigkeiten bestmöglichst auszuführen, den Anweisungen des Expeditionsleiters Dr. Faust Folge zu leisten und soweit erforderlich an einer Reihe medizinischen Sitzungen der UPO-Out, Antarktis-Basis, teilzunehmen. Die Risiken der Teilnahme an den zuvor erwähnten medizinischen Sitzungen wurden mir ausführlich erklärt. Wahrscheinlich, wir könnten ihre Haut abziehen und die auf eine Maschine stecken. Das wird dann alles eingesperrt, da muss man erst ein Rätsel lösen. Ist irgendwie super gruselig. Warum diese notwendig sind, welche Vorteile sie haben und welche Risiken sie birgt, wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich gebe durch Unterschreiben dieser Einverständniserklärung deshalb meine informierte Zustimmung zur Durchführung der Prozedur. Boah, meine Augen. Das haben wir schon gemacht. Hier können wir noch die Schubladen aufmachen. Alle Teilnehmer sind ohne Probleme wieder aufgewacht. Mit Ausnahme von Frank Gilman. Das sind wir. Um 1.45 Uhr hörte plötzlich sein Herz aufzuschlagen. Sein Körper war eiskalt und ich konnte keinen Puls feststellen. Gerade als ich eine Herzdruckmassage durchführen wollte, öffnete er für einen Moment seine Augen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange sein Herz tatsächlich nicht geschlagen hatte, aber es konnten nicht mehr als 5 Minuten gewesen sein. Und dann folgte das Ereignis, das uns alle in Angst und Schrecken versetzt hat. Direkt nach seinem Erwachen sprach Frank Dr. Faust persönlich an. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, denn seine Stimme war dumpf und kaum verständlich, aber ich bin mir sicher, dass die Stimme, die ich vernommen habe, nicht Franks Stimme war. Als praktischer Arzt kann ich behaupten, dass dies bei einem Menschen in seinem Zustand nicht vollkommen unmöglich scheint, aber das, was ich hörte, klang in höchstem Maße verkehrt. Kein menschliches Organ sollte dazu in der Lage sein, solche Geräusche zu produzieren. Stuck. It won't open. Okay, alles klar. Alter. Oh, smells awful in here. Nein! Scheiße, Mann! Wie lange war denn hier? Oh, nö. Und hier ist überall... Ich will eigentlich sagen, es ist Gulasch, aber es sieht echt nicht nach Gulasch aus, Leute.
Schwarzer Tee, Kaffee. Boah, Kaffee wäre super. Und wieder Tee. Boah, ich habe jetzt gerade voll Bock auf einen Kaffee. Ich mache mir gleich vielleicht einen. It's stuck. Also hier ist nichts. Das ist tatsächlich doch ein bisschen gruselig, das Spiel. Also Horror geil, ne? Ich liebe Horror und so. Kennt ihr ja. Ah, interessant. Ich kann da nicht rein. Das ist übrigens auch sehr interessant. Storage. Fahrstuhl. Ich würde sagen, das machen wir doch mal. Ah, man kann sagen, ich kann die Kamera nicht bewegen. Ich kann mich aber nicht bewegen. Ich kann wirklich nur die Kamera bewegen. Das war's. Okay, alles klar. Puh, das hatten wir schon gelesen. Ich muss mal was zu trinken einschütten. Das Mikrofonkabel hängt hier einfach so richtig blöd gerade. Was bewegt sich denn da links? Ich sehe da einen Schatten. Okay, alles gut. Oh, das ist aber schön. Das finde ich ganz schön. Hier ist der linke Fahrstuhl. Wir werden, denke ich mal, nicht, werden wir hier die ganze Zeit sein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kannst du es auch machen? Ja, das hier auch. Oh, das ist aber toll. Dass der hier blüht. Also, dass der hier lebt, sagen wir so. Das ist aber echt wirklich schön. Das ist super matschig. Glossopteris. Nein. Glossopteris. Ach ja. Blöde Vorproduktion. Blöde Vorproduktion. Ich versuche mich trotzdem zu konzentrieren. Ist ja auch ein interessantes Spiel tatsächlich. Da werden wir wieder wach. It's dark. Ich ignoriere den Typen. Ist alles in Ordnung. Ich kann nicht hier. Was ist das? It won't open. Ja, ja, ja. Ist okay, ist okay. Depot. Da kamen wir. Her? Sind wir einfach mal hier hinterher? Looks like I need something to get this elevator to work. Der Linkaufzug ist einsatzbereit. Wir können damit jetzt sowohl den Turm als auch die unterirdische Etage der Basis erreichen. Die Lagerausrüstung und die Teile für die transportablen U-Boote werden zum ersten Lager gebracht. Turmbasis-Höhleneingang. Alles klar. Kann ich nicht theoretisch dem von anderen Fahrstuhl nehmen? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich kann es halt probieren. Aber wahrscheinlich wird er einfach nur... Wahrscheinlich werden wir so einfach nur hochfahren. Ich lasse es mal lieber. Okay. Ich würde zum Depot gehen. Das ist Biolab. Das brauche ich jetzt nicht. Ich würde zum Depot gehen. Das ist hier. Darf ich denn hier rein? Dann gehen wir doch mal zum Biolab. Das geht nicht. Dr. Faust hält sich äußerst bedeckt, wenn es darum geht, wie er auf die Idee für das merkwürdige Erkundungsgerät kam,
das er bereits vor langer Zeit gebaut hat. Er ließ mir gegenüber letztendlich durchsickern, dass er verbotene und verloren geglaubte Schriften gefunden hatte, die von einem Gerät außerirdischen Ursprungs handeln. Jedoch verweisen auch diese Quellen nicht auf die Existenz solcher Wesen auf der Erde. Beweise dafür finden sich lediglich in den Träumen mancher Individuen wieder, die regelmäßig ein bestimmtes Alkaliar-Kraut gekaut haben. Ich kau gleich auch ein Kraut, wenn es so weitergeht. Ich kann nicht lesen. Ich kann heute nicht lesen. Ich weiß nicht, was das ist. Die Sitzungen im Tagungsraum, die dazu gedacht waren, unser Nervensystem an die fremdartigen Impulse der Maschine anzugleichen, waren zuerst beängstigend. Eine übermäßige Verwendung der Maschine führt den menschlichen Körper an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Belastend. Doch nun, da ich mich an diese nichtmenschlichen Gefühle gewöhnt habe, kommt es mir so vor, als würde das Gerät meine Gedanken klären, damit ich mehr als je zuvor aufnehmen kann. Da es sich bei den Sitzungen um ein gemeinschaftliches Erlebnis handelt, ist jedoch das Eigenartige daran, dass ich Eindrücke, Ideen und selbst Erinnerungen der anderen Teilnehmer erhalte. Für gewöhnlich schweifen meine Gedanken nach dem Ende der Sitzungen ab und ich kann nicht klar denken, bis ich einige Stunden Schlaf abbekommen habe. Dieses merkwürdige Gerät verwirrt Körper und Geist. Doch ich bin der Überzeugung, dass diese Erfahrungen von unschätzbarem Wert sind. Trink mal kurz was, bitte nicht erschrecken hier. Trockene Kehle. Okay, I need something to get it open. Okay, Kabel geht hier hin, dahin, da vorne. Okay. Locked. Okay, wir nehmen das mal mit. Ich habe eine Phonographenwalze aufgenommen. Unfortunately, one of our researchers, C. Lenning, was found dead in the bio lab last Tuesday. Cause of death is currently uncertain, but judging by the accumulation of a mass of green substance found in his mouth and throat area. Dr. Barlow, our botany expert, thinks that Lenning was smothered by small, sticky, greenish clumps that look like pollen, belonging to the living samples of the plant Zahiti, which is thought to have become extinct during the Paleozoic era. Dr. DeWitt will perform a post-mortem examination on his body soon. Zahiti. Die Pflanze hat ihn also getötet. Ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass er sie gegessen hat, weil das ja bei ihm aus dem Mund. New Campsite was. Warte mal, ich kann ja so machen. Neues Lager eingerichtet, warte auf neue Proben. Wir müssen wahrscheinlich auch irgendwann nochmal. Hatten wir nicht da was von der schwarzen Katze gelesen?